Hallo und herzlich willkommen zur dritten Runde des Trenomares Invitational Turniers gegen Ensako, den kennt man ja auch. Den hat man, also ich habe es schon gesehen, auch schon ihn gespielt. Und mal gucken, was uns diese Runde bringt. Das hier sieht recht solide aus. Ich könnte auch einfach Supply nehmen. Ich nehme mal Supply, auch wenn mir die Einheiten eigentlich überhaupt nicht taugen. Let's go. Ist auch egal, wenn wir verlieren, verlieren wir halt. Kann ich früher Schluss machen heute. Auch nicht schlecht. Lust nur ein bisschen was anderes zu zocken. So, wir haben wunderbar Steelballs, Elite. Okay, es gibt Bang Spam. Ja, eigentlich eine Fangspam geben, oder? Die einzige Frage ist, ob ich jetzt direkt in Runde 1 drauf eingehe. Oder nicht. Ich glaube, ich brauche eh noch irgendwas davor, was mir die Satelliten und so vom Hals hält. Und da gehe ich jetzt erstmal einfach Fangs dazu adden, damit ich was im Weg habe. Punkt. Weil ich könnte es auch innen hinstellen, ne? Bitte tendenziell eher. Hier eine Seite rushen, von da ist wahrscheinlich ganz gut. Crawler brauche ich ja gar nicht unbedingt. Der kommt eh zu mir. Denke ich. Wenn nicht, dann halt nicht. Wir machen es mal so. Ja, war anzunehmen, dass er auf einer Seite kommt. Jetzt fighten wir nahezu even, wobei er ein besseres Timing hat, weil meine Einheit ist noch dazukommen müssen. Also ein even von den Numbers meine ich jetzt. Aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Kombi. Aber Mustangs sind halt ganz gut gegen Tanks. Kann ich endlich mal Mustang-Spam gegen Tank-Spam spielen? Wollte ich ja schon immer mal machen. Er hat aber nichts verkauft gehabt in der ersten Runde, gell? Ein Fehler oder Absicht? Immer das bessere Missile-Device mit. Irgendwie so. Jetzt die Frage, gebe ich noch irgendwie einen Satelliten aus oder nicht? Oder ein Upgrade oder nicht? Ich glaube, ich mache einen Satelliten hier hin. Gucken, ob das... Ja, okay, aber ich glaube, dann erwische ich immer noch ein paar. Vielleicht auch nicht. Bullshit. Ja, ist schon kacke, wenn der Gegner direkt weiß, was du spielen willst. Aber mal gucken, vielleicht hat er noch eine gute Antwort. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier die absolute Antwort gegen alles habe, was er spielen könnte. Auf keinen Fall.
Vorher könnt ihr einigermaßen stark sein gegen mich. Aber es ist nur eine Runde. Es ist nur eine Runde. Und ich glaube, es lohnt sich einfach nicht, deswegen mache ich es komplett zu vergimpen. Ich weiß, diese Ansicht ist... eventuell ein bisschen riskant. Was mir egal. Wenn ich den einen Recruitment-Slot nicht mal ausnutzen kann, doch könnte ich, indem ich einfach Marksman hätte. Dann machen wir das einfach. Also die verbrennen jetzt alle, das muss so sein. Kein Feuer. Ah, Gott sei Dank kein Feuer. Gamble gewonnen. Reichweite. Okay. Dann cancelt sich gegenseitig aus die Reichweite. Ah, es sind aber ein bisschen viele jetzt hier, oder? Mal gucken. Ich glaube, er kommt durch, leider. Er kommt leider durch an meiner Kuh, oder? Oder? Der erste stirbt, der zweite stirbt, das Haku stirbt leider auch, weil mein Marksman stirbt. Ich glaube, dass ich die Runde trotzdem gewinne. Wir sehen es aber gleich. Ja. Ist aber kacke, wenn man die Kontereinheiten gegen sich hat. Ist halt einfach so. Und wieder Feuer. Aesthetic ist an sich sehr stark. Die Frage ist, ob es das wert ist. Nee, gegen Mustangs eigentlich, gegen Fangs eigentlich nicht, denke ich. Electromagnetic Blast. Auch gut, aber auch teuer. Ich würde fast ehrlich gesagt in der Phase einfach drauf. Wobei, ich brauche eh nichts. Nimm das Feuer mit, oder? Ich will eigentlich keine Schilde setzen, das ist das Ding. Ich könnte natürlich Hacker mit Schilden adden. Das kostet nämlich auch zu viel. Entscheidungen müssen getroffen werden. Wir nehmen das Feuer mit. Vielleicht eher Quatsch, gell? Wenn ich drüber nachdenke, egal. Wir machen es ganz kreativ. Und den setzen wir noch hier hin. Darauf upgraden können, gell? Ah, hat sogar das Feuer in die Mitte gesetzt. Weiß ich gar nicht, ob seins besser war oder meins. Ich glaube eher meins, ehrlich gesagt. Soll wieder Marksman immer die letzten 10% wegschießt. Herzlichen Glückwunsch an Marksman. Schnell, tötet sie, sonst sterben alle von uns. Okay, sterben alle von uns. Aber die sterben auch alle, ist egal. Jetzt habe ich ein Schild. Aber lustig, wie wir beide so mit dem Feuer gewartet haben, es dann doch zu holen.
Ja. Moment, sehe ich das gerade richtig? Ich hab. Oh nein, ich hab sie reingenommen, ich Idiot. Ah, nein, nein, nein. Ich hätte gerne das Damage Upgrade gehabt. Könnte eine Weile gehen, das Spiel. Ich nehme es mal mit. Also viele Mustangs zu kaufen, ist echt teuer, gell? Muss man schon mal sagen. Muss man gleich fragen, ob er meine Strategie mag und ob die gut ist. Einfach nur Mustang-Spam. Sehr kreativ auf jeden Fall. Echt eng hier langsam, gell? Nein! Ein Spielball! Ein Spielball, nein, Vulkan. Kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwas erreichen, die Steelballs. Aber die killen zumindest mein Schild. Mal gucken, wie schnell ist der Kollege hier stirbt. Ja, der macht natürlich viel. Muss man leider mal zugeben. Aber es sind so viele. Ach, Gott sei Dank. Ach ja. Hat er auch das? Ne, was hat er genommen? Ich kann nur drauf gucken. Das habe ich auch, ne? Wann gab's denn das? Egal. Anscheinend letzte Runde. Nicht zu weit vorne, gell? Sonst stirbt er einfach nur. Wir machen das mal so. Die Frage, wollen wir hier drüben auch einen hinsetzen? Müssen aber eigentlich mal ein paar Upgrades machen hier noch. Wir haben eigentlich gar keinen Platz dafür. Müssen. Ah, ich hätte auch, nee, ich hätte auch mehr Marksmen upgraden sollen. Ich wollte eben S ausgeben, habe ich erzählt, ne? Was ich alles immer erzähle. Okay, ich glaube, jetzt reicht's an Mustangs. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie durchkommen. Aber jetzt über Reichweite, jetzt kommen die sogar durch. Akku down, Akku down. Ja. Aber das kriegen wir in den Griff, oder? Ich denke schon. Ich denke schon. Das ist die Frage, ist es der Einblast? Ich denke, jetzt ist es der Einblast.
Ah, okay, hat das ausgegeben, ja. Wir probieren das mal so, mal gucken, wie gut das klappt. Ein bisschen ein Stück nach vorne, gell? Die Frage ist eigentlich ja nur, ist das jetzt ein gutes Upgrade oder nicht? Und wer weiß das schon? Ich denke, Reichweite ist auf jeden Fall wichtig. Ich würde tatsächlich hier auch noch ein zweites Schild drüber packen. Und dann hier für die Steel Boys mal was hinpacken noch. Hoffen wir, das geht jetzt nicht auf den Crawler, ich weiß aber gerade nicht. Ja, da gut gemacht. Reicht das schon? Ich glaube noch nicht, gell? Ich habe leider das wichtige Upgrade nicht dabei bei denen, das ist das Problem. Das war ziemlich dumm gespielt von mir. Leider. Leider, leider. Schade, schade. Zack, zack. Und jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, final irgendwas richtig zu machen. Und ich habe auch schon einen Plan. Gut, die müssen logischerweise alle brennen. Dann brauchen wir Reichweite. Er hat auch Feuer, ne? Logischerweise. Mein Feuer muss ja erstmal runterkommen, ne? Das ist ja nicht so. Jetzt mehr Feuer darf ich nicht setzen, weil ich jetzt vor allen Dingen noch mal zwei von denen noch dazu. Keine Ahnung, ob die sind, aber ich mache sie einfach dazu. Und jetzt packe ich hier richtig schön viele. Weil die müssten ja direkt verbrennen, ne, eigentlich. Wobei man trotzdem eins hier hin zur Sicherheit. Drei. So, mehr darf ich nicht. Dann haben wir den Rest noch in Marksman ausgeben. Ja, zu spät. Der müsste doch jetzt eigentlich direkt die Sables. Wie ist denn der jetzt bitte nicht die Sables? Ich verstehe es nicht. Ich hätte schwören können, dass er disabled ist. Ist er aber nicht. Jetzt gehen wir bitte auf den da. Also auf den ist auch okay. Der Debuff killt den noch, oder? Gibt's nicht, dass er nicht drauf geht, ey. Also bitte aber den killen, danke. Ne, jetzt verliert er auch noch, oder? Ja. Na ja, gut.
Was? Okay, das wäre lustig, wenn der das noch verlieren würde. Ich soll ich doch mal Reichweite auf den ausgeben. Ja, gut, Lightning Storm ist super strong. Oder es lohnt ja auch noch, oder? Schild soll ich auch noch setzen, vielleicht. Bei. Bei. So. Reichweite ausgeben. Die Frage, gebe ich jetzt die Reichweite auch noch aus? Warum denn eigentlich nicht, ja? Nee, Speed will ich auf keinen Fall ausgeben, dann gebe ich lieber nochmal ein Marksman Upgrade. Ja, ich würde sagen, es meint. Ja. Der Spam hat gewonnen. Einfach muss dann gespammt und dann irgendwann die Melting Points geändert. Viel mehr gibt es auch gar nicht großartig zu sagen dazu. Gucken gerade noch Spielfeld. Das hier war ein guter Move mit der Armor und der Reichweite. Die haben dann echt nochmal gerockt, aber dann waren Melting Points da und sind doch wieder gestorben. Und die Satelliten waren einfach sehr gut gegen die, ne? Ich glaube, das war auf jeden Fall ein Problem für ihn. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Also hier war das, glaube ich, schon ordentlich gewesen, aber ich ihn komplett damit eingedeckt habe. Und hat auch den Fangspam so ein bisschen unterbunden hab von vornherein, denke ich. Und beide habe ich eigentlich schon damit unterbunden. Ich hatte leider das falsche Upgrade drin, ich hätte gerne das Anti, das Damage Upgrade noch gehabt, hatte ich aber nicht drin. Gut. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, gerne ein Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.